Hallo und herzlich willkommen. Heute testen wir mal hier für unser Blockhaus die billigste Komposttoilette, die wir im Internet finden konnten, die auch halbwegs noch nach Toilette aussieht. Und zwar geht es um das gute Stück. Das Ganze wird in einem Karton geliefert. Enthalten ist hier oben einmal der Aufsatz, wo quasi die Klobrille montiert wird. Ein Fach für Späne oder für Torf oder Mulch. Dann ist im Lieferumfang einmal der Toilettensitz eingepackt, der Deckel für das Mulchfach, vier Rohre für die Wand- oder die Deckendurchführung, Verbindungsstücke. Zwei habe ich schon montiert, das zeige ich euch gleich. Eine Schaufel für die Späne. Und ein Schlauch für die Feuchtigkeit zum Ablassen für den Urin nach außen. Jetzt zeige ich euch drinnen, wie wir das Ganze montieren. Die Toilette und alle benötigten Anschlussmaterialien, die ich sonst noch gekauft habe, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, wie gesagt, ich hatte die Toilette ja vorher schon ausgerichtet, wie sie ungefähr stehen soll, damit ich die Löcher bohren kann. So, das gute Stück soll hier in der Ecke stehen, etwas schräg. Hier kommt der Deckel drauf. Dann gibt es hier ein abgeschrägtes Rohr, das ist für den Aufsatz, der hier hinten direkt reinkommt. Dann habe ich mir zusätzlich 90 Grad Bogen besorgt. Die sind hier leider nicht dabei. Dann benötigen wir noch das Verbindungsstück. So ist jetzt unser Plan, dass die Toilette schräg steht. Dann haben wir hier einmal den Deckel. Für das Einstreu. Es empfiehlt sich da Kleintiereinstreu von Nagern zu nehmen. Das kann man hier hinten einfüllen. Und hier ist quasi wie so eine Spülung, die das rauswirft. Zeige ich aber gleich nochmal genau. So, dann wird hier der Deckel aufgesetzt. Die Klappe zu. Und dann wurde noch einmal der Toilettensitz mitgeliefert. Da gucken wir jetzt mal, wie man den montieren kann. Also bei der Montage kommen erst die Ringe drauf, gleich von unten einstecken, Ringe drauf und dann die Schrauben so hinten durch den Torfkasten aufschrauben, damit das Ganze fixiert wird. Das Ganze ist ein bisschen fummelig zu installieren, diese Schrauben, die kann man hier auseinanderdrücken, dann kann man die einfach hochschieben auf das Gewinde und sobald man sie loslässt, kann man sie festdrehen. So, Sitz montiert,
Sitzhöhe ist auch angenehm. Dann wird das Ganze hier hinten entsprechend mit Kleintierspreu oder mit Toilettenmoos, gibt es ja extra gefüllt. Und wenn man jetzt hier hinten dreht, dann, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, dann fliegt hier unten quasi das Streu raus. So, der Sitz ist jetzt montiert, wird von unten halt mit den Schrauben fixiert. Das ganze Ding ist relativ praktikabel, sage ich mal, hier oben zum Drehen nochmal die Späne, die dann ausgeworfen werden. Und da wollen wir mal schauen, ob das Ding uns hier glücklich machen wird. Zur Installation der Toilette hier an der Wand. Ich habe die Toilette aufgestellt, habe das Rohr montiert, habe mir das Rohr angezeichnet, habe dann mit einem langen Bohrer mittig komplett durch die Wand gebohrt bis nach außen und habe dann mittels einer Bohrkrone das passende Loch gebohrt für die Durchführung. Außen hatte ich ja als Anschlag auch von dem Durchbohren mit dem langen Bohrer ebenfalls das zentrierte Loch und habe dann nochmal mit der Bohrkrone von außen durch die Außenwand gebohrt, damit ich da frei zugänglich das Rohr durchführen kann. So, die ganze Toilette kostet irgendwie 159 Euro. Hier in Schweden vergleichbare Modelle liegen bei 500, 600 Euro, wenn man die separate Tiny nimmt oder so, dann liegt man irgendwo bei 700 Euro. Wir testen das gute Stück. Und wenn es denn nichts taucht, werden wir es austauschen. Ja, das gute Stück ist installiert. Hat jetzt mit Wanddurchbruch und so weiter ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist der Schlauch für die Urindurchführung zur Außenwand. Das ist so ein Riffelschlauch mit einem Durchmesser von 25 mm. Ich hatte in verschiedenen Rezensionen gelesen, dass wenn man Streu oder Mulch oder Humus benutzt, gar keine Flüssigkeit nach außen läuft. Ich habe jetzt den Ablauf nach außen abgestopft und von innen verschlossen. In dem Spänebehälter ist quasi so eine Wippe drin, die das öffnet, wenn man Gewicht drauf bekommt. Und wir werden das erstmal so probieren. Ansonsten werde ich mal einen anderen Schlauch besorgen, weil auch in verschiedenen Rezensionen stand, dass dieser Schlauch nicht wirklich dicht zu bekommen ist. Und das ist das Einzige, was mir überhaupt nicht gefällt, jetzt momentan, aber das lässt sich ja dann auch relativ schnell ändern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns. Schöne Grüße aus dem schwedischen Wald.